Auch wenn wir um das Anlassritual jetzt keinen großen Aufriss mehr machen müssen, denn wer die letzten Videos verfolgt hat, der weiß, dass der Bock rennt. Sei's drum, es ist halt immer wieder schön zu sehen und zu hören. Wenn man so alles an einem Motorrad auseinandergenommen hat, ich meine wirklich jede Schraube, jede auch nur kleinste Schraube und Unterlegscheibe in der Hand hatte, auch den Motor, dann ist es wirklich super, der Moment dann zu sagen, cool, der Bock rennt. Und ihr habt ja alle das Probefahrtvideo schon gesehen. Das musste ich ja unbedingt vorziehen, weil ich euch unbedingt vorher zeigen musste, wie toll das Motorrad geworden ist. Nun sind aber dieser Probefahrt natürlich noch einige Sachen vorausgegangen. Zum Beispiel das hier. Wer da jetzt genau hingehört hat, der hat da ein Klappergeräusch gehört. Und dieses Klappergeräusch, das haben wir natürlich auch gehört und haben uns gedacht, verdammte Axt, woher kommt denn jetzt dieses Klappergeräusch? Denn eigentlich kann es am Motor nicht liegen, denn den Motor hat der Motoritz gemacht. Der macht jeden Tag einen SR-Motor, der macht keine Fehler, was sowas angeht. Motoren von dem sind top, der hat schon 1000 Stück gemacht. Und ganz nebenbei, es gibt natürlich auch eine ganz ausführliche Videodokumentation, wie wir den Motor gebaut haben. Denn den Motor von dieser SR, den habe ich auch zusammen mit Motoritz gebaut. Und das haben wir natürlich alles in einer epischen Reihe schön dokumentiert, damit auch ihr später mal so einen SR-Motor alleine zu Hause komplett überholen könnt. Ist eine sehr schöne Serie geworden. Da habe ich mit Moritz, glaube ich, alleine 5 Tage dran gedreht. Kommt demnächst. Aber zurück zum Klappergeräusch. Da ging es jetzt ja los mit der Fehlersuche. Wo zum Geier kommt dieses Klappergeräusch her? Und es war der Vergaser. Denn der neue Vergaser, der da jetzt drauf ist, das ist ja ein Flachschiebervergaser. Und der hat an einer ganz bestimmten Stelle eine ganz bestimmte Toleranz. Nehmen wir mal an, das ist der Vergaser im Querschnitt. Dann ist da ja der Flachschieber drin. Dreht man nun den Gasgriff ganz auf, geht der Flachschieber ganz hoch und viel Luft wird angesaugt. Dreht man den Gasgriff halb auf, geht der Flachschieber nur halb hoch und weniger Luft wird angesaugt. Ist der Flachschieber zu? Ist er zu. Nun läuft aber der Motor und will immer weiter Luft ansaugen. Also erzeugt der Motor einen Unterdruck auf der einen Seite und das sorgt für einen Überdruck auf der anderen Seite. Und der Flachschieber selbst ist ja aus Metall und der hat hier unten im Metallgehäuse auch immer so ein bisschen Spiel. Und dann klappert der natürlich genau da hin und her und stößt an und das ergibt dann das Klappergeräusch. Und da muss man erstmal drauf kommen. Aber wenn man es dann weiß, was es ist, dann ist dieses Klappergeräusch sofort aus dem eigenen Ohr verschwunden, denn man weiß, das hört sich eben so an, das ist ganz normal. Und nach einem ganzen Tag Probefahrt war ja tatsächlich nur eine einzige Schraube abgefallen. Und die erneuern wir natürlich jetzt als erstes, denn wir haben mit dem Motorrad ja noch was vor. Und dafür muss natürlich auch alles richtig gut halten. Also erstmal den Auspuff wieder abgeschraubt. Dann auf beiden Seiten die Stoßdämpfer entspannt, denn wir wollen auch das Gewinde von der Auspuffhalteschraube nochmal so ein bisschen erneuern. Und dafür müssen wir mit dem Gewindeschneider durch den Halter durch. Und so wie die Schwinge jetzt steht, würden wir da an der Schwinge anstoßen. Und dann alles wieder zusammengebaut. Anschließend die Stoßdämpfer wieder so einstellen, wie sie vorher standen. Fertig. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt beim zweiten Anlauf doch eher ein bisschen Schraubensicherungsmittel genommen, denn sicher ist sicher. Dieser Auspuff ist nämlich nicht nur sehr schön, sondern der ist auch relativ teuer und wenn der abfällt und vermackt, das wäre, glaube ich, ärgerlich. Zumal der komplette Aufbau jetzt ab demnächst noch ein bisschen mehr aushalten muss, denn wir haben mit dem Motorrad ja noch was vor. Wir wollen nämlich mit der Maschine auf die Rennbahn und zwar nicht auf die Straßenrennbahn, also nicht auf Asphalt, sondern ein Freund von mir,
der ist halt jemand, der im Flat Track gut ganz weit vorne mitfährt. Und der wird die SR, die wir gebaut haben, jetzt bald mal ein paar Runden auf der Sandbahn durch die Gegend scheuchen. Aushalten sollte sie das, weil wir haben uns ja überall total viel Mühe gegeben. Stabil ist auch alles, auch wenn sie nicht für diesen Zweck unbedingt gebaut worden ist. Aber eigentlich ist die ready to race. Wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Und dann ging es ja weiter mit der eigentlichen TÜV-Vorbereitung dann. Das bedeutet, sich ganz in Ruhe nochmal hinsetzen und für die Hauptuntersuchung nochmal alles schön sortieren. Alle Unterlagen beschriften, was ist wofür, wo kommt das her, kann man das gut lesen. Dann macht man sich überall nochmal Post-its dran, damit bei der Hauptuntersuchung auch nicht das kleinste Chaos veranstaltet werden muss. Und seid wirklich akribisch. Habt ihr alle Gutachten? Habt ihr alle ABEs? Sind alle KBA-Nummern sichtbar? Geht um das Motorrad rum und sucht selbst alle Nummern auf allen Bauteilen raus, damit ihr beim Prüftermin immer direkt weiterhelfen könnt, denn es nervt auch den Prüfer, wenn ihr die Nummern erst lange suchen müsst. Und so sieht er, ihr seid vorbereitet. Warten Sie, Sie suchen die KBA-Nummer von dem und dem Bauteil, Moment, die finden Sie hier an der und der Stelle. Und dann geht er auch nicht mit einem Karton voller Zettel hin, sondern kauft einen neuen Ordner und sortiert alles schön fein säuberlich vor. Jede Unterlage, die ihr bei der Hauptuntersuchung erst lange suchen müsst, ist ein kleiner Schritt weg von eurem Erfolg. Und erst dann, wenn ihr alles beisammen habt, was ihr wirklich braucht, dann fahrt ihr zum TÜV-Prüfer eures Vertrauens. Und geht nicht zu einer Hauptuntersuchung mit dem Wissen im Hintergrund, dass ihr bei irgendeiner wichtigen Sache gepfuscht habt oder dass ihr halt wirklich Scheiße gebaut habt an der Karre. Prüfer haben feste Regeln und halten sich an Gesetze. Und das müssen die machen, weil die sonst nämlich ihren Job verlieren. Was ihr da gebaut habt, das muss tipptopp sein und technisch einwandfrei. Und dann findet ihr auch meistens immer irgendjemanden, der sagt, warte mal, das gucke ich mir mal ganz genau an und ich bin ja Ingenieur als TÜV-Prüfer und ich kann dir sagen, unter den und den Umständen kriegen wir das sogar so und so eingetragen. Prüfer haben nämlich auch ihre Grauzonen. Und die netten TÜV-Prüfer, die Bock auf euch haben, die machen euch sogar darauf aufmerksam. Die sagen dann, ey, sorry, pass mal auf, schöne Karre. Das und das und das kann ich dir leider nicht eintragen, weil das entspricht nicht den Regeln, so wie wir das eintragen müssen. Aber wenn du das und das und das so und so umbaust, dann kann ich dir das sogar eintragen. Und solange ihr da keine Scheiße baut, findet ihr auch jemanden, der sagt, hör mal, cooles Ding, schön gemacht, lass uns mal gucken, wie wir das alles legal hinkriegen. Und manchmal hat man eben auch Pech. Beispiel, der TÜV-Prüfer, bei dem ich früher meine frisch restaurierten Vespas habe TÜVen lassen, da habe ich riesen Glück gehabt, denn der hat selber alte Vespas restauriert. Der kannte sich mit den Modellen aus. Der hatte die meisten Papiere selbst zur Hand für seine eigenen Vespa-Roller. Der kannte sich aus mit Oldtimern, der hatte ein Herz für Oldtimer und der fand das gut. Aber irgendwann mal bin ich dann dahin gefahren und habe halt einen anderen TÜV-Prüfer gehabt als den, weil mein TÜV-Prüfer nicht konnte. Und ich dachte, ich bin jetzt schon so oft hier zum TÜV gefahren, die kennen mich hier alle, da kann ich auch einen anderen TÜV-Prüfer nehmen. Und dieser TÜV-Prüfer, der kam an und ich war da mit einer 1962er VNB 4T. Das ist ein Vespa-Modell ohne Blinker. Und das Erste, was der TÜV-Prüfer dann sagt, guckt drauf und sagt, die hat ja gar keine Blinker. Und ich sage, nee, das ist eine VNB 4T von 1962 war das oder so. Dieses Modell gab es damals nicht mit Blinkern. Ja, aber die soll doch ein großes Kennzeichen bekommen. Nee, die soll kein großes Kennzeichen bekommen. Die hat schon ein großes Kennzeichen. Die bin ich schon vorher ganz normal gefahren. Ich brauche jetzt nur nach der Restauration TÜV, damit ich die wieder zulassen kann. Ja, aber ohne Blinker wird das nichts mit der HU. Das ging doch all die anderen Jahre jetzt auch einwandfrei. Und dafür gibt es doch auch Ausnahmeregelungen. Nicht für sowas. Ohne Blinker geht's nicht. Doch, der Roller ist von 1962. Das ist ein Oldtimer. Und gerade extra für Oldtimer sind ja diese Ausnahmegenehmigungen. Ja, aber Blinker müssen da dran. Und stellen Sie sich nicht so an, das ist doch schnell gemacht. Da bohren Sie hier im Kopf zwei Löcher und hinten im Heck zwei Löcher. Moment. In meinen frisch restaurierten Oldtimer bohre ich in den Kopf und ins Heck Löcher rein, um irgendwelche modernen Blinker dran zu machen. Ja, aber anders geht das nicht. Und Sie haben gesagt, die ist einmal komplett restauriert? Ja, einmal komplett. Ja,
Dann haben sie die wahrscheinlich auch ganz auseinandergenommen dafür. Ja, für eine Restauration sollte man die halt schon schön einmal komplett zerlegen. Ja, aber dann ist das ja ein Neuaufbau. Da müssen wir dann ja mal ganz gründlich nachgucken und ganz andere Regeln zugrunde legen. Ihr könnt euch vorstellen, das Gespräch endete damit, dass ich mich verabschiedet habe und es kam dann nicht zur Übergabe des gewünschten HU-bestandenen Dokuments. Und dann bin ich halt so wieder nach Hause gefahren mit den Worten: Vielen Dank für Ihre Mühen, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Egal. Unsere SR hat ja jetzt die begehrte Urkunde und die erste Probefahrt hat sie ja auch schon absolviert. Darum geht es jetzt nach der Inspektion, nach der großen Inspektion, nach der Probefahrt zum nächsten Ölwechsel. Über den richtigen Ölwechselablauf bei einer SR 500 ranken sich viele Mythen. Und eigentlich ist von jedem, der sich auskennt und überall, wo man sich erkundigt, was anderes zu erfahren. Da sind teilweise richtig absurde Ratschläge dabei, die echt schon ins Philosophische gehen. Und jeder hat natürlich immer auch eine plausible Story parat, warum das so oder so gemacht werden muss und was alles passieren kann, wenn man das anders macht. Ich weiß also jetzt anscheinend nicht genau, wie man jetzt einen Ölwechsel an der SR 500 richtig macht. Ich weiß nur, dass nach allem, was ich bis jetzt erfahren habe, ich es die letzten 35 Jahre offensichtlich nicht richtig gemacht habe. Vielleicht habe ich nur Glück gehabt, aber meine Motorräder sind von der Art und Weise, wie ich den Ölwechsel mache, noch nicht kaputt gegangen. Das Öl muss ja erstmal raus und die SR hat ja, wie schon so oft erwähnt, das Öl im Rahmen. Und daher muss man das Öl an zwei Stellen ablassen. Einmal aus dem Motor und einmal an dieser Stelle aus dieser Rahmenablassschraube. Dreht man diese jetzt einfach raus, dann drückt das ganze Gewicht vom Öl aus dem Öltank hin zum Auslass dieser Schraube und das ganze Öl kommt da richtig rausgeschossen und dann gibt's eine riesen Sauerei. Wollen wir das? Nein. Also lassen wir zuerst das Öl aus dem Motor ab. Dann lösen wir die Rahmenablassschraube und leiten das Öl durch einen anderen Behälter um in die Ölauffangwanne. Hat trotzdem ein bisschen Sauerei gegeben. Naja. Und weiter geht's mit dem Ölfilter. Und mit dem schönen Schal, den wir um unseren Krümmer gewickelt haben. Der Schal hat nämlich einen nicht kleinen Nachteil, man kann den Krümmer nicht mehr abwischen. Und wenn man jetzt hier den Ölfilterdeckel abnimmt, dann läuft das Öl an der Motorseite entlang und fließt schließlich in den Schal und wird von dem aufgesogen. Auch das wollen wir nicht. Darum machen wir da also erstmal eine große Folie drüber, aber natürlich nur, wenn der Krümmer kalt genug dafür ist. Dann den Ölfilterdeckel ab. Und da läuft auch schon der gute Saft raus. Jetzt den Ölfilter raus, den Gummiring dazu nicht vergessen. Alles wieder schön sauber machen. Den neuen Ölfilter einsetzen. Deckel wieder drauf. Die Schrauben handfest anziehen, nicht zu fest ballern. Dann die Entlüftungsschraube hier oben rausdrehen. Tüte weg. Ölpeilstab rausdrehen. Und dann ist mir bei den letzten Dateien tatsächlich die Karte aus meiner Kamera im Kartenlesegerät verreckt. Das ist mir auch noch nicht passiert. Ich bin ja so ein Datensicherer. Ich nehme erst immer die Karten aus meinen Kameras raus und mache erst ein Backup. Kopiere mir also erst alle Originale, bevor ich irgendwo in so einem Original arbeite. Aber SR-Ölwechsel, da findet ihr auf ganz vielen anderen YouTube-Kanälen wahrscheinlich noch genug Tutorials, wie das 1:1 auch wunderschön beschrieben ist. Ich bin sicher, da werdet ihr sehr schnell fündig. Sorry dafür. Und nun haben wir alles gecheckt, was man so checken muss vor dem nächsten großen Einsatz, der ja der Renneinsatz wird. Und nach dem Renneinsatz, und ich denke, sie wird es auf jeden Fall gut überleben, werden wir die Maschine wieder picobello sauber machen. Das dauert bestimmt einen ganzen Tag. Und dann geht es auch schon los mit der Versteigerung, denn dann bekommt sie einer von euch. Ich bin sehr gespannt, sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist die Maschine ready to race. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mal wieder vorbeizuschauen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen im nächsten Beitrag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.